bisschen eine Doppelaufgabe, einerseits weil der Kollege Rolf Gößner heute nicht hierher kommen konnte, weil das mit dem Streik nicht möglich war. Insofern werde ich sozusagen einerseits sein Thema mit aufgreifen, nämlich die Frage Verfassungsschutz und Neonazis und was ist denn nach dem sozusagen großen Kladderadatsch im November 2011 tatsächlich da passiert. Eigentlich haben wir über vieles schon geredet. Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen. Im Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 2010, der ein paar Monate vor dieser Aufdeckung des NSU erschienen ist, da steht, da ist die Rede unter anderem von der Affinität der Neonazis zu Waffen, aber es heißt da eben auch, das sei nun eine latente Gewaltbereitschaft. Die Anwendung systematischer Gewalt wird aber nach wie vor weitgehend abgelehnt. Ein paar Monate später wussten wir, dass dem Ganzen gar nicht so war. Die Frage oder das Ergebnis dessen ist eigentlich, dass wir feststellen müssen, der Verfassungsschutz, nicht nur er, aber der Verfassungsschutz, insbesondere dieses angebliche Frühwarnsystem, hat die Gewaltbereitschaft, die Gewaltfähigkeit der Neonazis vollkommen unterschätzt. Die Frage oder feststellbar war, dieses NSU-Trio ist vor den Augen des Landesamts für Verfassungsschutzes in Thüringen abgetaucht. Der Verfassungsschutz insgesamt hatte in dem Umkreis, geschätzt wurden, 40 V-Leute, dazu zählen nicht nur der schon mehrfach hier genannte Tino Brandt, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, aus dem das NSU-Trio hervorgegangen ist, aus dem eine ganze Reihe von anderen Leuten aus dem Umfeld, die man gerade kennt, hervorgegangen sind. Es gab die Operation Rennstein des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, unter anderem 12 bekannte V-Leute rekrutiert hat. Es gab danach folgende Operationen nach 2003, wo weiter rekrutiert worden sind. Es gab den V-Mann Pietro des Landesamtes für Verfassungsschutz in Brandenburg. Es gab den V-Mann Starke vom Berliner Staatsschutz, also Polizei. Es gab Herrn Borelli für Sachsen-Anhalt und es gab mehr und mehr und mehr. Und das sind, wie gesagt, nur diejenigen engen Umfeld. Vorhin war schon die Rede darüber, ist der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind oder ist er das nicht? Ich meine, er ist nicht blind, aber es gibt eine spezifische Fehlsicht, eine Fehlsichtigkeit, die stattfindet trotz der vielen Informationen oder der Informationen, die der Verfassungsschutz durch seine V-Leute, durch seine vielen V-Leute bekommen. Die Funktionsweise des V-Leute-Wesens hat im rechten Spektrum ein paar sehr typische Eigenarten, aber grundsätzlich ist das Problem, ob rechts oder links bei V-Leuten dasselbe, auch im prominenten Spektrum. Das Problem heißt einerseits, V-Leute haben eigene Interessen. Sie haben finanzielle Interessen, sie haben Interesse daran, jedenfalls vor Strafverfolgung geschützt zu werden. Sie haben, und das ist bei diesen Herrschaften aus dem rechten Spektrum immer sehr manifest gewesen, sie haben Interesse in Hinsicht ihrer eigenen Organisationen, diese zu stützen und zu fördern. Seit den 80er Jahren jedenfalls bekannt, nachlesbar in den verschiedensten Zeitungen immer gelesen, seit den 80er Jahren, Bundesrepublik West, nach der Wiedervereinigung dann gemeinsam, hat es immer wieder V-Leute-Geschichten aus dem rechten Spektrum gegeben, bei denen die, wenn sie aufgeflogen sind, hinterher gesagt haben, wir haben mit den Honoraren
auch unsere Organisation und unsere politischen Aktionen finanziert. Das ist also keine Neuigkeit im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex. Es ist eine Angelegenheit, die seit langem vorhanden ist. Es gibt gleichzeitig das Interesse bei den Organisationen, die V-Leute führen, und damit meine ich eben nicht nur den Verfassungsschutz, sondern in ähnlicher Art und Weise natürlich auch den polizeilichen Staatsschutz, jedenfalls da, wo es passiert, gibt es ein Interesse, dass die V-Leute möglichst nahe dran sind, damit sie möglichst genaue und vielfältige Informationen bringen. Das heißt natürlich auch, dass der Verfassungsschutz ein Interesse daran hat, dass seine V-Leute in der jeweiligen Organisation, über die er berichten soll, nach oben steigt. Ein normales Mitglied erfährt relativ wenig und ist deshalb auch nur von begrenzter Bedeutung für den Verfassungsschutz. Das widerspricht aber dem, was man sich zumindest beim Bundesamt für Verfassungsschutz und bei einigen Landesämtern für Verfassungsschutz schon seit Jahren an Richtlinien gegeben hatte für die Anwerbung von V-Leuten, wo es dann hieß, nein, Führungsfiguren werben wir nicht an. Das ist hier ganz klar passiert. Ich meine, die Figur Tino Brandt ist sowas von offensichtlich, und auch die Figur Wohlleben ist sowas von offensichtlich, dass man sich fragt, also keine Führungsfigur? Ich glaube doch. V-Leute sind zunehmend nur dann glaubwürdig in einem Spektrum, in den Straftaten, insbesondere ausländerfeindliche, fremdenfeindliche Straftaten begangen werden oder belobigt werden, sind umso glaubwürdiger, wenn sie an solchen Straftaten beteiligt waren. Beziehungsweise sind. Man hat auch an diesem Punkt, oder der Verfassungsschutz hat auch an diesem Punkt die Richtlinien, die internen Richtlinien ignoriert. Man muss schon dabei sagen, klar, in einigen Bundesländern wie in Thüringen gab es keine internen Richtlinien, aber der ehemalige Chef des Landesamts für Verfassungsschutz Thüringen kam aus dem Bundesamt und hat den seinerzeit oder lange Zeit gültigen Kommentar für das Bundesverfassungsschutzgesetz geschrieben. Von daher hätte er eigentlich wissen können, was denn Sache war. Man hat das Ganze ignoriert, man hat Leute zum Teil im Knast angeworben, man hat ihnen Haftverkürzungen versprochen, im Fall von Piatto, oder Haftverkürzungen gewährt. Man hat Straftaten ignoriert, die sie begangen haben, wenn sie draußen waren. Man hat zum Teil aktiv die Strafverfolgung behindert. Grundquellenschutz, denn dieser Quellenschutz ist das Grundgesetz des V-Mannwesens. Der Verfassungsschutz ist nicht auf dem rechten Auge blind, aber die Brille, die er aufhat, die verzieht die Realität, die Formenbrille verzieht die Realität und die ideologische Brille, die sozusagen zum tragenden Konstrukt der Verfassungsschutz und Sichtweise gehört, nämlich die Extremismustheorie, die tut eben das Ihrige hinzu. Wenn rechts und links nach Meinung vom Verfassungsschutz leicht zu verwechseln sind, wenn sozusagen die Extreme das sind, worauf sich der Verfassungsschutz konzentrieren muss, nach seiner Weise, wenn die Mitte zu ignorieren ist, dann ist klar, dass auch das, was sozusagen zentral wäre für den strukturellen und für den Rassismus der Mitte, weil er eben porträtiert hat, dass sowas in den Wahrnehmungen des Verfassungsschutzes nicht vorkommen kann, vorkommen darf, weil er sozusagen darüber macht, wie sieht es denn mit der staatlichen Ordnung aus. Und kann man fragen, muss man feststellen, der Verfassungsschutz hat einerseits sozusagen diesen strukturellen und den verbreitet Rassismus in der Mitte nicht zur Kenntnis genommen, er war andererseits nicht in der Lage, die
manifesten Neonazis richtig einzuschätzen. Man müsste dann an diesem Punkt nun erwarten, nach dem November 2011 hätte da ein großes Reinmachen stattgefunden. Im Sinne, dass man sagt, diesen Verein brauchen wir nicht mehr oder zumindest Teile davon schicken wir in den Sozialplan. Das ist nicht passiert, sondern im Gegenteil ist das Gegenteil eigentlich passiert. Die Folgerung, die regierungsamtlich offiziell zum Teil lange bevor die Untersuchungsausschüsse an die Arbeit gegangen sind, gezogen worden sind, die auch die entsprechen im großen Teil dem, was vorher schon Sicherheitspolitik gewesen war. In diesem Sinne für die Regierung, insbesondere für das Bundesministerium des Innern, war der NSU in erster Linie ein Betriebsunfall, ein Unfall, der als der an dem Problem krankte, der mangelnden Koordination zwischen Bund und Ländern und der mangelnden Koordination zwischen Verfassungsschutz, also Geheimdienst und Polizei. Das Ergebnis dessen ist klar, mehr Zentralisierung, insbesondere beim Bundesamt für Verfassungsschutz und mehr Kooperation zwischen Geheimdiensten und Polizei. Das sind die Schlussfolgerungen, die man aus einer solchen Analyse ziehen muss und eine solche falsche Analyse ziehen muss. Und die sind dann auch tatsächlich praktisch umgesetzt worden, und zwar relativ schnell. Es ist eine Fortführung der Sicherheitspolitik, die in der Bundesrepublik Deutschland seit den 90er Jahren betrieben worden ist, die verstärkt betrieben worden ist seit 2001 und seit 2004, also seit dem in New York und seitdem in Madrid, die sozusagen Punkte waren, wo der Kampf gegen Islamismus auftreten kam. Und die Instrumente, auf die man da zunächst orientiert hat, nach 2011, oder im Jahre 2011 selber noch, die sind auch letzten Endes dieselben, mit denen man gegen die islamistischen Gegner zu Felde ziehen wollte. Das ist zunächst einmal die Rechtsextremismus-Datei, zugänglich für Polizei und Geheimdienste, wo im Grunde sämtliche Informationen, die Polizeien und Geheimdienste haben, doppelt gespeichert werden sollen, damit sie ja da sind. Nun kann man sich fragen, was soll der Käse? Das Problem liegt doch nicht daran, dass sie zu wenig Informationen haben, sondern das Problem ist, dass sie sozusagen das, was sie da suchen, irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen. Diese Rechtsextremismusdatei ist nach demselben Muster aufgebaut wie die Antiterrordatei, die vor ein paar Jahren, die ein paar Jahre zuvor, 2006, ans Netz gegangen ist. Praktisch dieselbe Version, dieselbe technische Verfahren, auch die Bestrebungen jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu diesen Dateien, das Ganze auszubauen, sind sozusagen selten. Die Antiterror-Datei ist schon praktisch schon geschlossen worden im Februar 2012. Sie ging dann, wenn ich mich recht entsinne, im September 2012 ans Netz, also war sozusagen wirklich sehr schön. Zweiter Punkt, das gemeinsame Abwehrzentrum gegen rechts, in Gang gesetzt im Dezember 2011, also noch bevor der Untersuchungsausschuss eingesetzt worden ist, hat man dieses gemeinsame Zentrum aufgebaut, beteiligt einerseits die Polizeibehörden, vorneweg das Bundeskriminalamt und seine Abteilung Staatsschutz mit Sitz in Bonn-Meckenheim. Auf der anderen Seite das Bundesamt für Verfassungsschutz mit seiner Zentrale in Köln und darunter natürlich die Landeskriminalämter auf der einen Seite und die Landesämter für Verfassungsschutz auf der anderen Seite, zum Teil sogar die Polizeien von einigen Großstädten, die zuständigen Bereiche, die Staatsschutzabteilung, der MAD und der BND, glaube ich auch, auf jeden Fall auch die Behörde des Generalbundesamts.
anderen Worten, der ganze Verein im Sicherheitsbereich ist versammelt. Das ist eigentlich sozusagen ein eklatanter Verstoß gegen das, was man mal Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten genannt hat. Polizei und Geheimdienste werden zwar nicht zusammengelegt, aber sozusagen sie, für sie gilt das Motto, weil wir organisatorisch noch getrennt sind, deswegen müssen wir datenmäßig und institutionell umso mehr zusammenarbeiten. Das ist passiert so bei dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin seit Nullerjahren. Das ist passiert jetzt hier neu oder passiert dann nur neu in diesem GAR, gegen rechts sollte das laufen. Und ein Jahr später, also noch nicht einmal ein Jahr später, nämlich im November 2012, hat man dieses gerade neu gegründete GAR eingesetzt in ein ebenfalls nun neu gegründetes GETZ. GETZ heißt Gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum. Und dieses GETZ, oh Wunder, befasst sich nun nicht mehr nur mit Rechtsextremismus, sondern natürlich mit den weiteren Aufgaben des Verfassungsschutzes, mit dem Linksextremismus, mit dem Ausländerextremismus, in anderen Worten. Eigentlich war das Thema NSU und die Folgerung daraus schon im Dezember, im November 2012 für das Bundesinnenministerium und für einen Teil der EMK auf der Tagesordnung bei der Runde gewünscht. Klar ist auch, dass man nicht verzichtet hat auf V-Leute, die V-Leute-Datei, von der war hier schon die Rede, zu der sage ich nichts mehr. In einigen Bundesländern gab es neue Gesetze, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. In diesem Gesetz hat man nun das, was vorhin im Richtigen gestanden hat, zur V-Leute-Führung ins Gesetz reingeschrieben. Die Frage ist, was ist einfacher zu brechen, eine Richtlinie oder ein Gesetz? Wie sieht es mit der Praxis aus? Das wissen wir nicht. Ich nehme an, es gibt eine leichte Standardisierung durch die V-Leute-Datei. Es gibt vielleicht auch den Versuch, das Schlimmste zu vermeiden. Aber ich denke, dass das V-Leute-Wesen seine eigenen Gesetze hat. Die eigenen Interessen der V-Leute, die Interessen der V-Leute-führenden Behörden, dass sie die umso näher dran sind, dass sie Führungsaufgaben haben in der gleichen Nähe. Die haben ihre eigenen Gesetze, die dem, was man in Richtlinien und Ähnlichem niederschreiben kann, schlicht und einfach zu geben. Gut, Zentralisierung beim Bundesamt für Verfassungsschutz, heute Morgen war schon die Rede, demnächst will der Bundesinnenminister ein neues Verfassungsschutzgesetz oder eine Teilerneuerung da vorlegen. Da geht es unter anderem um die Frage, wie das nachrichtendienstliche Informationssystem in Zukunft funktionieren soll. Jedenfalls war das in den letzten Jahren, in den letzten Monaten immer wieder die Diskussion. Die Frage ist, sollen sämtliche Informationen in diesem NADIS eingestellt werden oder soll das NADIS nur bisher eine Fundstelle oder Indexdatei sein? Also mit anderen Worten, die Landesämter für Verfassungsschutz haben im Normalfall in das NADIS nur einen Namen und also den jeweiligen Namen der Person, um die es geht, plus ein paar Hinweise, welche Akten das betroffen hat. Aber sie sollen nun in dem neuen NADIS, das da Wissensnetz heißt, sämtliche Informationen, also sämtliche Klartextinformationen über die betreffenden Personen einschreiben. Das betrifft eben nicht nur die Rechtsextremisten, sondern es betrifft auch alle anderen, die der Verfassungsschutz im Auge hat. Und das sind vor allem Leute wie ich. Das sind sogenannte Linksextremisten. Ich würde mich als Linksradikal bezeichnen, aber solche Differenzierung wollen wir dem Verfassungsschutz nicht zumuten. Mit anderen Worten, wir haben hier etwas, hier findet etwas statt, wo mit der großen
Geste, wir bekämpfen Rechtsextremismus, wir ziehen die Folgerungen aus dem NSU-Skandal, etwas gemacht wird, was ungeheuer problematisch ist für alle diejenigen, die in den Genuss einer solchen Überwachung kommen. Bilanz: Der Verfassungsschutz ist nicht geschwächt. Das Trennungsgebot zwischen Verfassungsschutz und Polizei, so gehütet, ist praktisch Makulatur heute. Es wird vielleicht bei einigen Landesverbänden für Verfassungsschutz eine Reorientierung geben, insbesondere in Nordrhein-Westfalen hat man es gesehen. Der Verfassungsschutz geht in Schulen und erklärt uns nun, was wir in Zukunft über den Rechtsextremismus zu denken haben, weil er ja sehr viel weiß. Der Verfassungsschutz wird Aufgaben wahrnehmen, die eigentlich Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus und mobilen Beratungsdienst zukommen sollte, nämlich die Kommunen beraten, die Politiker von Kommunen beraten, wenn sie was zu tun haben mit irgendwelchen Neonazi-Aktivitäten, zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr und eben in den Vorlagen, in ähnlichen kommunalen Institutionen. Also diese pädagogische Rolle, die ist in den neuen Verfassungsschutzgesetzen immer wieder betont worden und die dünkt mich doch nun gerade am wenigsten angebracht. Was könnte denn die Alternative sein? Die Alternative zu diesem Programm der Sicherheitspolitik, die setzt eben nicht auf den weiteren Ausbau geheimdienstlicher Überwachung, sondern zum einen auf eine offensive politische Auseinandersetzung sowohl mit den rechtsextremen und rechten Gruppierungen, politischen Gruppierungen, als auch mit dem alltäglichen rechtsextremen Gedankengut, mit dem institutionellen Rassismus insbesondere auch. Das notwendige Wissen für diese gesellschaftliche Auseinandersetzung, denke ich, das haben wir. Das ist vorhanden. So auch über die diversen Seilschaften in den rechtsextremen Organisationen. Es ist nicht so, als würde man die nicht kennen. Wir brauchen also keinen Verfassungsschutz. Dies umso weniger, als das Problem der rechten Gewalt eben nicht in einer Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder der Länder besteht, das sind die Floskeln aus den Verfassungsschutzgesetzen, sondern es besteht in der Gefährdung konkreter Menschen, in der Gefährdung von Migranten und Migranten, es besteht in der Gefährdung von Homosexuellen, von Behinderten, von linken Leuten an der Basis, jungen linken Leuten und so weiter und so fort. Das ist die Gefahr. Es geht nicht um eine Gefahr für den Staat, sondern es geht um eine Gefahr für konkrete Personen. Deswegen muss es auch die Antworten ganz andere sein. Was wir vom Sicherheitsapparat erwarten müssen, ist nicht mehr Überwachung, sondern ist die Bereitschaft, dort, wo Straftaten begangen werden, tatsächlich mit den Leuten und Opfern zusammenzuarbeiten und ihnen zuzuhören und klarzumachen, sie brauchen eine Strafverfolgung, die den Namen verdient. Okay. Nun war ich gefragt worden, und das war eigentlich meine Aufgabe am heutigen Tag, wie ist das mit der Zivilgesellschaft? Und nun kann man sich, und ich habe dann gesagt, naja, wir müssten insbesondere über das Problem der Versammlungsfreiheit reden. Weil dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist sozusagen in einer Zeit, wo die politischen Kanäle, insbesondere politische Kanäle sehr schwerfällig, wenn nicht gar ganz verstopft sind, ist dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sozusagen der Bezugspunkt. Kann man sich fragen, was hat denn das mit dieser ganzen NSU-Diskussion zu tun? Demonstrationsrecht kannst du sonst auch diskutieren, aber das hat eine besondere Bedeutung da, wo wir diese,
wir auf die Straße gehen, es ist zum Glück so heute, dass immer weniger Situationen auftreten, wo rechtsextreme Aufmärsche ohne politische Antwort auf der Straße abgehen. Politische Antworten von Leuten, von jungen Leuten, aber manchmal auch von breiten Bündnissen. Manchmal geht sogar der Bürgermeister oder manchmal geht sogar ein Parlamentspräsident mit an so einer Demo. Die Formen der Demonstrationen sind sehr unterschiedlich, wie auch in anderen Bereichen die Formen von Demonstrationen sehr unterschiedlich sind. Es gibt die Large-Demos, es gibt die Mahnwachen, es gibt die lustigen Umzüge, es gibt die offensiveren Blockaden und so weiter. All das gibt es, das gibt es konstant und deswegen muss über dieses Recht auf Versammlungsfreiheit geredet werden, weil bei all diesen Formen, sich gegen Neonazis zu wählen, auch immer wieder Schwierigkeiten auftreten, wo es dann heißt, na, das ist zu gefährlich, wir können eine solche Gegendemonstration nicht riskieren, das kommt zu Auseinandersetzungen und gefährdet es selbst wieder um die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Also reden wir über das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist sozusagen das staatsfremde Grundrecht schlechthin. Es nimmt keine Rücksicht auf die Institutionen, es nimmt keine Rücksicht auf die Mehrheiten, es ist nicht taktisch. Jede und jeder kann es wahrnehmen. Es braucht nur eine Anmeldung der Demonstration, bei spontanen Demonstrationen nicht mal eine Anmeldung. Zumindest grundsätzlich stimmt das, dass die Praxis anders ist. Das wissen wir nicht nur in Bezug auf die Gegendemonstrationen, in Bezug auf Neonazis, sondern auch in diversen anderen Bereichen. Die Anmeldepflicht hat sich längst in eine faktische Bewilligungspflicht verkehrt. Es gibt Auflagen aller Art, was die Länge der Transparente, was das Verbot von Seitentanz ist, was das Verbot von Musik oder von lauten Reden anbetrifft. Es gibt den Streit um die Demonstrationsroute. Es gibt die Tendenz dahin, dass die Behörden sagen, wir möchten, dass es möglichst keinen direkten Kontakt zwischen den Demonstranten und dem Demonstrationsobjekt, einerseits den Politikern, auf der anderen Seite, weil bei uns den Neonazis gibt, wir wollen das auf jeden Fall vermeiden. Deswegen sind Gegendemonstrationen bei Neonazi-Ereignissen immer gefährdet, verboten oder mit Auflagen versehen zu werden. Die Folge, mit denen wir konfrontiert sind, die das für uns bedeutet, heißt, dass in vielen Fällen, bevor eine Demonstration überhaupt irgendwie loslaufen kann, ein gerichtlicher Tingeltangel erfolgt, nämlich ein gerichtlicher Streit darum, ist diese Auflage rechtlich, ist dieses Verbot hinzunehmen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, zieht sich dann von den Verwaltungsgerichten bis manchmal hin zum Verfassungsgericht, eine unangenehme Angelegenheit, die vor allem kleinere Gruppierungen, die demonstrieren wollen, wo massive Probleme stellen kann. Das mögliche Kleingeld haben, was möglicherweise keinen Anwalt oder Anwältin zur Verfügung haben, die sowas auf die Schnelle hinkriegt. Die verzichten vielfach auf Klagen und verzichten damit auf Wesentlichen, auf die Verteidigung ihres Grundrechts. In manchen Städten gibt es deswegen Leute, die demonstrieren, ohne sich um die Frage der Anmeldung überhaupt zu kümmern. Das ist allerdings schwierig wiederum, selbst wiederum, weil es zur Folge hat, dass Leute, die Angst haben vor der Polizei, es gibt ja durchaus Gründe, das zu haben,
möglicherweise warum ist es nicht zur Demonstration gekommen? Das schließt Leute aus, darüber muss man sich nicht klar sein. Nun gibt es eine ganze Reihe, selbst wenn dann die Demonstration losgelaufen ist, gibt es eine ganze Reihe Hindernisse wiederum. Es gibt die Vorkontrolle, es gibt die Videoüberwachung, und zwar immerhin durch die Gerichte mittlerweile ein Stück weit. Es gibt die Erfahrung mit den Wanderkesseln, also sprich das polizeiliche Spalier auf den beiden Seiten und dann möchte man sofort um den machen, wo man sich dann denkt, ja, zieht die Polizei in die Demonstration oder gibt es da noch was drin? Es macht Angst, es schließt Leute aus. Es gibt die Greiftrupps, die Leute aus der Demonstration herausnehmen, zum Teil massiven Einsatz an Gewalt, und dann sind plötzlich da steht und denkt, was ist denn da jetzt passiert? Weißsicherungs- und Festnahmeeinheit, wie es heißt. Es gibt die Einkesselung, aus dem man rauskommt, wenn man seine Identität offenlegt. Es gibt Festnahmen und Gewahrsamnahmen. Und das heißt, es gibt die Gefahr, dass auch nach der Demonstration Pirouetten vom Gericht weitergedreht werden müssen. Einerseits, um Leute zu verteidigen, wenn es Landfriedensbruchs des Widerstands gegen Verschreckungsbeamte oder Beleidigung von Polizeibeamten entschärft worden sind. Oder um auf der anderen Seite durchzusetzen, dass eine polizeiliche Maßnahme, eine Gewahrsamsnahme hinterher als unrechtmäßig dargestellt wird. Das alles gibt es, das alles raubt uns viel Nerven, viel Geld, es wird schwer, es wird teuer. Trotz alledem gibt es ein paar Schlussfolgerungen, die wir ziehen können, die notwendig sind. Erstens, wir müssen immer wieder nachdenken über die Form, in denen wir demonstrieren. Aber diese Diskussion sollten wir führen, aber wir sollten uns gleichzeitig nicht auseinanderdividieren lassen. Sollte nicht, wir müssen uns anstrengen, diese Aufteilung in Böcke und Schafe, gute Bürger, die ihre bürgerschaftliche Pflicht wahrnehmen und gegen den Rechtsextremismus protestieren, und böse Antifas, die da in schwarzer Kleidung kommen und gefährlich sind, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Diese Differenzierung sollten wir nicht mitmachen, sondern wir sollten immer miteinander diskutieren. Insbesondere auch deswegen, weil ohne die Antifas vieles dessen, was an Protesten, an anderen Protesten heute gegen die Nazis stattfindet, nicht da wäre. Zweitens, wir sollten uns das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht außer Hand nehmen lassen. Nicht nur vor Gericht, sondern es wird in der Regel auf der Straße verteidigt, indem wir dieses Grundrecht wahrnehmen. Je mehr Leute sich an Demonstrationen beteiligen, desto sicherer werden wir, desto sicherer werden die Demonstrationen für alle, die dahin gehen. Das heißt, dass wir in der Zwischenzeit auch wirklich mal darüber nachdenken müssen, wie können wir Ausweichstrategien finden, wie können wir Konfrontationen mit der Polizei vermeiden. Wie können wir trotzdem demonstrieren und zeigen, dass wir uns nicht lahmlegen lassen? Das gilt für Demonstrationen insgesamt und das gilt für Gegendemonstrationen und Blockaden.